Außer Glücksepik. Eine Brust. Oh nein, oh nein, oh nein. Wieso, Herr, willst du mich so bestrafen mit diesem Spiel, mit diesem Let's Play, mit dieser Aufnahme? Oh. Es ist der Server, wo es einfach keine Epics gibt. Hallo? Hallo, hallo, weiter geht's mit Shakes the Fidget. Willkommen dazu aus deinem Projektserver 22 Tschechien und voraus, beziehungsweise vorweg. Ich grüße dich, Nils. Ich hoffe, das ist angekommen. Ich hoffe, jetzt jeder, der Nils hat, kann sich angesprochen fühlen, aber ich grüße einen ganz bestimmten Nils. Ich glaube, er weiß schon, wen ich grüße. So, es geht los. Server 22 Tschechien, Auslandsprojekt. Wir sind am Start. Ich bin der Lars und ich begrüße euch ganz herzlich dazu. Habe einige Tage nicht aufgenommen, deswegen können wir heute etwas reißen. Ich bin Stufe 85 bei Peter Zwegert und ich habe vorweg etwas, was ich jetzt besprechen möchte, und zwar die Gilde. Server 22 Tschechien. Peter Zwegert ist nicht mehr Platz Nummer 1. Wir wurden verdrängt. Wir sind nicht mehr die beste Gilde, denn uns fehlen die Member. Wir haben sehr, sehr, sehr starke Leute in den Reihen. Sehr, sehr, sehr starke. Wir haben den Dark, wir haben Soul Freeze, wir haben Extreme. Hallo Extreme. Der freut sich mal, wenn ich den erwähne. Der ist richtig fröhlich jetzt. Und alle möglichen, also richtig geile Leute. Auch die alte Schlampe ist am Start, beziehungsweise Taschenlampe und sowas. Alle hier altbekannte Leute, alle vom TS und so weiter, sind alle da. Aber uns fehlen die Leute, Leute. Es fehlen einige und es würde mich echt freuen, wenn noch Leute Bock haben, wirklich richtig Lust haben zu spielen auf diesem Server. Der Freundschaftslink ist in der Videobeschreibung. Es haben ja erst 63 Freunde sich angemeldet. Nein. Und dann meldet euch beim Wing, beim Noxy oder beim Biver. Die würden sich echt freuen, wenn sich Leute melden, die nicht Stufe 10 sind, kein SA haben oder Stufe Leute. Dann levelt doch etwas in anderen Gilden. Und wenn Stufe 10, 15, 20 oder so, pusht euer Sammler mal auf 30-40% und dann kommt zum Wing. Oder wenn ihr 30-40% habt mit Stufe 20, könnt ihr auch sofort bei uns rein. Weil es fehlen uns die Leute wirklich. Es wäre so genial, wenn noch einige Leute kommen würden. Das Auslandsprojekt ist so geil und es fehlen einfach die Leute. Es ist so traurig, dass wir deswegen, wir brauchen nicht mal mehr ausbauen, weil wir keine Leute haben. Wir haben so krasse Leute dabei am Start. Wir gucken nochmal hier, ich meine, Peter Zwegert ist am Start und so weiter. Wir haben die krassesten Leute von allen, aber wir werden so nichts reißen, denn Thrift Shop oder so und Edo Tensei, wie auch immer heißen, die sind halt von der Masse her mehr und deswegen werden die auch mehr Raids schaffen. Wir haben zurzeit wie viele Raids? Wir haben zurzeit 3 von 50, werden dann glaube ich bald den nächsten starten, auf jeden Fall das Video auf jeden Fall passen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, meldet euch an, meldet euch bei Biver, bei Noxy und dann geht in den Wing, levelt euch dort hoch und dann kommt in die Main-Gilde. Ich würde mich so unglaublich freuen, Leute. Oh, ich habe so viel Gold, ne? Mal ein paar Pilze aufgeladen. Und was noch auf jeden Fall ansteht, alle Leute, die bei Peter Zwegert in der Hauptgilde sind, ich habe nichts gegen euch, aber ihr seid scheiße. Nein, nein, es ist einfach so, ich habe mir wirklich, ich bin ein Mensch, der, ich habe, wie du musst sagen, zum Anfang habe ich auch nicht viel gespendet. Jetzt habe ich auf jeden Fall nachgeholt. Ich habe zurzeit, glaube ich, auf jeden Fall am meisten gespendet, so 70.000 und in Dreh, ja, 83 Leute noch mehr. Gamesjodler, hallo, ich grüße dich. Dankeschön, dass du viel gespendet hast, genau wie Sternstaub und die ganzen anderen Leute. Natürlich die Leute, die so viel gespendet haben, die grüße ich alle. Die nicht so viel gespendet haben, grüße ich nicht so. Es gibt wirklich sehr, sehr starke Defizite bei uns in der Gilde. Es wird so wenig gespendet, teils. Wir hätten schon von den Gold her, was wir spenden würden, wir würden so viele Raids schon, hätten wir schon geschafft. Wir würden schon bei 4 oder 5 Stück stehen. Vielleicht von der Masse her, beziehungsweise von den Leuten mit der Festung und so weiter nicht, aber wir hätten das Gold auf jeden Fall und die Leute sind echt richtig. Ich weiß nicht, ist das eine Shakes-and-Fidget-Krankheit? Ich will jetzt hier wieder nicht negativ sein und die Leute irgendwie beleidigen, aber es könnte auch eine Shakes-and-Fidget-Krankheit sein, denn es spenden nicht viele. Man muss die Leute wirklich in den Arsch treten. Man muss bei jedem Shakes-and-Fidget-Server die Leute richtig in den Arsch treten, die Fußsohle nehmen, richtig bis zum Anschlag in den Anus reinrammen, damit sie wirklich bereit sind, so viel zu spenden. Beziehungsweise das zu spenden, was wir halt brauchen. Und sie machen es halt nicht. Und das finde ich halt immer ein bisschen traurig. Naja, wie gesagt, wir brauchen Leute, die spenden. Wir brauchen richtig geile Action. Und bitte kommt, Leute, es würde mich so freuen. Und nicht jetzt Leute mit Level 2. Ja, ich bin die Gänge. Ich habe sogar meinen Finger in der Nase. Ich sag da mal lieber nicht zu. Wir brauchen starke Leute, die auch Lust haben, hier zu spielen. Das wäre so genial. Ich liebe dieses Projekt. Und derzeit vergeht mir wirklich die Lust. Ich habe wirklich die Lust. Zum Anfang war auf 1000% und so langsam geht sie runter. Und ich will mal sagen, die ist nicht mehr bei 1000. Sie ist zurzeit nur noch bei, wir rechnen lieber von 100%. Sie war erst bei 100% und ist jetzt, glaube ich, zurzeit wirklich auf einen Tiefpunkt auf 20% höchstens. Oh, Leute, ich habe nicht mehr so die Lust auf diesen Server, denn oh, mein Handy vibriert. Weglegen, Handy, geh weg, hör auf. Okay, Handy weg. WhatsApp geht ja eh nicht. Facebook, ne? So, was wollen wir machen? Wir wollten jetzt hier loslegen. Auf jeden Fall, das waren erstmal die negativen Sachen. Also, na, ich hoffe doch mal, dass das noch was bei rumkommt. Ich habe sehr viel Gold, ich habe auch gerade sehr viel Spenden. Werde ich auch gleich machen. Also, ich habe jetzt hier, das ist mein ganzes Gold, was ich verdient habe. Davon werde ich jetzt. Bumm, 25.000 spenden. Ich hoffe, das ist ein akzeptabler Wert. Jetzt haben wir fast 100.000 gespendet. Wer hätte noch so viel gespendet? Naja.
Pilze habe ich nicht ganz so viele, aber ich danke übrigens auch jedem, der Pilze gespendet hat. Zum Beispiel hier, Leute haben sehr viele Pilze. 300 Pilze, danke Extreme und, obwohl Extreme nicht so viel Gold spendet, aber sehr viele Pilze. Aber ich sag mal so, die Pilze daran mangelt es nicht, es mangelt, wenn dann am Gold. Zur Not kann ich auch selber Pilze, also ich würde zur Not auch Pilze aufladen, die hier draufklatschen, nur damit die Gilde ausgebaut wird, aber ich kann halt nicht jetzt Pilze aufladen, um Gold auszubauen, wie auf anderen Server 31 in Klammern, aber ist okay. 25.000 Gold gespendet, wir werden jetzt erstmal gucken. Wir sind Stufe 85. 85. 85. Wir haben die Post, habe ich gelehrt. Ich habe die meisten Gilden-Nachrichten schon beantwortet, beziehungsweise alle fast zum Wing geschickt. Stufe 85. Dungeon-mäßig könnten wir eigentlich mal schauen. Wir haben den nächsten Dungeon freigeschalten. Vielleicht können wir ohne... Entschuldigung. Vielleicht können wir sogar ohne jetzt irgendwie Gold auszugeben schon mal was im Dungeon reißen. Das können wir jetzt einmal versuchen hier. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier versuchen mal im Krankenbaum diesen Kollegen jetzt Richtung Hölle zu schicken. 98.800 geschickt. Das würde auf jeden Fall eigentlich easy drin sein. Oh, wir haben so einen behinderten Glücks- und Ausdauerwert. Ich könnte in die Ecke kotzen. So, haben wir geschafft. Wunderbar. Der ist down. Nice. Erster Dungeon ist tot. Das ist natürlich Wunderbärchen. So, der tollwütige Wolf. Was ist das? First Scorpion ist hier was mit 120 oder 12. Okay, 112 ist der Kollege. Und ist ein Geschickgegner mit 2080. Das ist erstmal eine härtere Nuss, die wir jetzt nicht unbedingt knacken können. Der Drache ist Stufe 108. Das ist aber ein Stärkgegner mit 2000 wunderbaren Stärkepunkte. Es ist übrigens hier auch Lehrmeister-Event und das ist auch hier Pilzdealer-Event für Leute, die sich fragen. Ist es auf dem Deutsch, bzw. aus dem ausländischen Server genauso wie auf deutschen Servern? Ja, die Events bzw. die Pilzdealer-Sachen sind alle gleich. Das heißt, hier bekommt ihr auch 20% mehr für eure wunderbare Pilze. Sogar noch weniger, weil man muss ja umrechnen. Man hat irgendwie eine komische Währung und muss umwandeln in Euro und weil der Euro so stark ist, dann muss man nicht ganz so viel ausgeben, ne? Da kosten irgendwie, wenn man 100 Euro Pilze auflädt, muss man nur 90, 92 Euro bezahlen. Das ist ja ziemlich cool, da hat man ja so voll viel Geld gespart. Bis zu 8 Euro. Das finde ich ja super toll. Der Serio-Behauptmann, auch 2040. Da müssen wir einiges machen, damit wir die alle schaffen. Der Drache hier, der war auch über 2000. Der tollwütige Wolf, der ist glaube ich noch lower, ne? Der hat nur, hat auch 2000. Wir müssen noch einiges jetzt machen, damit wir hier vorankommen. Wir brauchen Geschicksachen, beziehungsweise wir müssen hier ein bisschen pushen. Wir schauen erstmal. Ich würde sagen, wir blättern einfach. Vielleicht bekommen wir sogar just for fun ein paar Epics, die wir gebrauchen können. Also auf Server 31 habe ich heute auch aufgenommen. Werdet ihr bestimmt morgen sehen. Da war es richtig cool. Habe ich sehr viele Items bekommen, sogar Epics. Obwohl ich sie gar nicht haben wollte. Tränkemäßig schauen wir auch gleich mal eben, wenn wir im Zauberladen etwas blättern. Wir werden es jetzt nicht übertreiben. Aber ich will schon drei Dungeons sollten noch heute drin sein im Video. Und ich denke doch mal, das ist ein angenehmer Wert, den wir jetzt schaffen. Das Epic würde ich gerne austauschen, schon ein bisschen älter, aber wir haben keine Ausdauer, Leute, und kein Glück und den ganzen Scheiß. Und ich bekomme nur Schuhe. Warum bekomme ich nur Schuhe, obwohl ich da ein Epic habe, was ich jetzt nicht unbedingt austauschen möchte, obwohl ich sollte. Aber ich mache es nicht, denn ich trage gerne Epics. 155, ein wunderschönes Update. Dankeschön für das erste Update, was wir finden. Dann gucken wir nochmal weiter, was haben wir denn noch? Wie wäre es mit einem neuen Bogen? Einem wunderbaren neuen Bogen. Viele schreiben auch in meinen Videos, Lars, du sollst nicht immer auf den besten Wert achten, sondern einfach mal dir... Was ist das für eine Spanne? Oh, jetzt fange ich schon wieder an. Das ist doch reine PvP-Spanne, da gibt es doch gar nicht. Mit Ausdauer sogar drauf. Ich soll einfach kaufen, beziehungsweise mich damit zufrieden geben. Das reicht schon. 164 ist ein guter Wert. Und dann passt das Ganze. Lars, du sollst das nicht übertreiben. Es gibt nicht so gute Items, du sollst nicht so viele Pilze ausgeben. Okay, ich werde mich dran halten und jetzt mich so schnell wie möglich equippen. Wie wäre es noch mit einem Gürtel und einer Brust? Ein Gürtel und eine Brust. Eine Gürtel und eine Brust, das wäre ziemlich gut. Weil ich bekomme hier keine Epics auf diesem Server. Hätte ich Epics, müsste ich den ganzen Blätter-Scheiße gar nicht machen. Dann würde ich einfach die Epics behalten und YOLO, ne? YOLO. Und dann fertig die ganze Kiste. Aber nein, wir müssen immer Blättern irgendwo so einen Scheiß machen, was einfach total sinnlos ist und einfach nur Pilze rausklatscht. Ah, es ist einfach nur blöd und es nervt auch so langsam. Ich will nicht nach normalen Items blättern, das ist doch abgefuckt. Ich will nach Epics blättern. Ich will richtig bling bling Gold in der Fresse haben. 147, oh, da geht doch viel mehr. Also das ist auf jeden Fall was, womit ich mich nicht zufrieden geben kann. Es tut mir leid, 208, 210 hier. Ui, Durchschnittsschaden ist ziemlich krass hier gerade am Start. Also über 200 Durchschnittsschaden sollte die nächste Waffe, die wir bekommen, hoffentlich schon haben. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. So, wen haben wir denn jetzt hier? Wir haben Geschick 163, brauchen wir auf jeden Fall nicht. 163 Geschick ist kein wunderbarer Wert. Aber wir können mal schauen nach Handschuhe. Haben wir gerade ausgetauscht. Intelligenzgeschick wird so mich da total verarscht. Das Einzige, was wir jetzt noch gebrauchen könnten, ist, wie gesagt, was ist das für eine Spanne? 202 Durchschnittsschaden ist schlecht. Wir haben gerade über 210 schon am Start. Es könnte auch sein, dass 210 das Maximum ist. Wenn jemand übrigens die Formel weiß von Level bzw. zu Waffe, wie viel Durchschnittsschaden... Ich muss schon wieder aufstoßen. Boah, Entschuldigung, ich hab gerade was gegessen und es kommt gerade alles wieder hoch rausgekotzt aus meiner Kehle. Nein, das ist sowas, sagt man nicht.
haben wir denn jetzt ein wunderbares Item, was nicht so viel hat. Meine Pilze schmilzen einfach. Ach, leck mich doch schon wieder, Leute. Tränkemäßig schauen wir auch mal eben. Also nicht euch lecken, beziehungsweise das Spiel kann mich gepflegt lecken an meinen kleinen, ihr wisst schon Bescheid. Dritter ist okay, siebter, dritter ist auch okay. Tränke müssen wir nicht erfrischen, sondern halt nur ein paar Items schauen. Stärke, Geschick, eine wunderbare Kombination, die wir unbedingt brauchen. Warum habe ich mir diese Halskette bloß nicht gekauft? Geschick, Ausdauer ist ein Wert, der eigentlich gut ist. Den nehmen wir. Geschick, Ausdauer nehmen wir mit. Nehmen wir mit 168. Jetzt kommt so ein Ring, der so geil ist, aber es wird scheißegal. Ich behalte lieber was. Geschick haben wir hier auch. Intelligenz, Glück, Geschick. Eigentlich ist es scheiße, wenn man keine Tränke braucht, im wunderbaren Zauberladen zu blättern. Aber der Lars hat halt dicke Sitzen, ne? Wisst ihr doch Bescheid. Eine Halskette wäre gar nicht mal so schlecht. Eine Halskette mit Geschick, bitte. Eine Halskette mit Geschick. Eine Halskette mit Geschick, bitte. Oder ein Extra mit Geschick, Ausdauer. Obwohl hier wieder... Na, können wir... Jetzt kommen nur, es gibt's doch gar nicht, jetzt kommen wirklich nur Ringe. Mir ist gerade das Wort Ring nicht eingefallen, Entschuldigung. Denn jetzt brauchen wir keine Ringe, jetzt bekommen wir nur Ringe, ist doch klar. Ausdauer, Intelligenz, ja. Geschick, 155. Nehmen wir mit, scheißegal. Scheißegal, da geht's doch besser, aber scheißegal. Weg damit, ich will die verkaufen. So, jetzt bitte noch 155 haben wir auch. Jetzt Gürtel, eine Brust, vielleicht Reitertasche. Ja, würde ich über 2000. Eine Waffe wäre auch ziemlich sexy. Hier, 205 durch den Schaden, leck mich doch am Arsch. 210 sollte die Waffe schon haben. Durch den Schaden ist sehr wichtig, Lars. Und die Spanne. Ausdauer. Geschick. 10 Pilze, wirklich, willst du mich verarschen? 10 Pilze, dieses Item. Ne, also da kann ich mir lieber ein EP kaufen, das wäre ja billiger. Wie dieses Item mit 10 Geschickglück, ja. Ist hier so ein Wert. Eieiei, Kopf, Ausdauer, Stärke, ja, wir sind ein Krieger. Intelligenz und Glück auch sehr schön. Geschickhandschuhe haben wir schon. 157, da ist doch was ich haben will, dankeschön. Dann haben wir hier, nein. Brust. Titten! Sie kommt nicht. Waffe. Brust. Ausdauerwaffe mit 250. Ist richtig geiler Wert, aber pff, Leute, das pusht mich ja richtig da unten. Ich habe jetzt so viele Geschicke, da kann ich nicht die Ausdauerwaffe reinklatschen. Brust. Waffe. Ausdauergeschick. Nein. 210, 286. Uiuiui, das ist geil. Das ist ein geiles Ding eigentlich. Da habe ich wieder. Oh. Soll ich es riskieren? Kostet 10 Pilze, ne. Da werde ich lieber 10 mal wie 10 Pilze. Also diese Items, diese normalen Items für 10 Pilze, die will ich nicht raus, oder möchte ich nicht. So, Brust. 152. Yes. Mitnehmen. Bumm. Yeah, 2200 Geschick. So viel Geschick haben wir abdeckt gemacht. Wow. Waffe. Dankeschön. Ausdauer? Nein. Waffe. Vielleicht reicht das sogar schon. Wir testen es mal. So, ich bin gerade überlegen, wer jetzt dran war. Der 104. Oh je. 104 hatte 2000. Ich glaube, das war sogar der Kollege, der jetzt dran ist. Der soll als nächstes fallen. Ich habe ein paar Items mir zugelegt. Wie wäre es, wenn du jetzt fällst und gibst mir einfach eine Waffe? Dann werde ich auf jeden Fall weiter vorankommen. Glaube es mir doch. Mit einer Waffe, dreier Attribute. Da würde ich alles vernichten. Ich bitte dich, mein junger Herr. Jetzt komm. Du willst es doch auch. Lass sie mal anfangen, bitte. Lass dich aber anfangen. Komm. Also, ich würde mich mal freuen, wenn ich anfange. Dankeschön. Jetzt bist du down. Och, oh, keiner nicht. Ah, also, Server 22 habe ich echt die Probleme mit Items, mit Epics und so weiter. Auf Server 33 raste ich völlig aus. Krieg die ganzen Epics in den Arsch, in den Anus geballert, bis zum geht nicht mehr. Aber ich irgendwie nicht noch. Komm, dann brauche ich noch eine Waffe. Können wir uns eine Waffe leisten? Ja. Waffe. Ausdauer, Intelligenz, eine Waffe. 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 Es ist eigentlich so dumm, was ich mache, aber ich bekomme trotzdem keine Waffe. Es nützt ja nichts. Ich muss ja die Waffe haben. Und schaffe ich dir nicht. Ich dachte bestimmt, nein, Lars, du hast die Möglichkeit, diese Variante zu machen. Aber sie bringt halt nichts. Soll ich eine Ausdauerwaffe nehmen? Ist doch scheiße beim Geschickgegner. Ist doch verdammte Scheiße. Jetzt gibt's doch gar nicht, oder? Habe ich schon eine komplette Geschickwaffe gesehen? Ich glaube kaum. Nach 40, 50 Pilzen nicht eine Geschickwaffe. Also mit reinen, nur Geschick. Geschickstärke. Ausdauer, Stärke, Ausdauer. Geschick, 282, 212. Uiuiui. 7000. Bumm. Bumm. Bumm.
7000. Nee, das reicht nicht mal. Och, fuck. Oh, ich kann die Gold verlieren. Ja, yep, ich verliere Gold. Fuck, habe ich euch drauf gewartet. Egal, 80 Gold ist nicht die Welt. 7000 Gold. Lars, setz dein Gehirn ein. Pilz, och, das ist wieder scheiße. Wenn ich jetzt wieder greife, lease, das ist doch wieder richtig abgefuckt. Wie viel bekomme ich denn fürs Leasen? 1000 Gold. Das ist gar nicht mehr so wenig. Vielleicht doch. Wir brauchen doch einmal. Das könnte vielleicht sogar hinkommen bei der Zeit her. Vielleicht spielen wir sogar so lange. So, 50 Pilze weggeklatscht. Habe eh 50 mal geblättert von der 7900. 7600, das passt. Das gibt ein gutes Update. Boom. Na klar gibt das ein Update, Leute. Richtig reingeballert. So. Seeräuberhauptmann ist 110. Das heißt, dann wäre erst der 104er. So. 104er geschickt Gegner mit dieser Waffe. Sollte er fallen. Und er fällt auch richtig knapp. Aber er ist down. Geschichte. So, das kann weg. Dann normalerweise Seeräuberhauptmann, der zu 100% ein EPG bin, würde vielleicht sogar eine gottgleiche Waffe, bitte mit richtig geilem Wert und so ein Scheiß. Gib mir eine Waffe, bitte kein Glücksepik. Kein alles außer Glücksepik. Eine Brust. Oh nein, oh nein, oh nein. Wieso, Herr, willst du mich so bestrafen mit diesem Spiel, mit diesem Let's Play, mit dieser Aufnahme? Oh, es ist der Server, wo es einfach keine Epics gibt. Es ist eine richtig beschissene. Ja, ja, Leute, ihr wisst, was los ist. Es ist mal wieder da. Da haben wir dieses Gerät hier drin und es ist natürlich wunderbar. Ich kann es nicht verstehen, wieso es immer bei mir ist. Wieso nur auf diesem Server 2080 geschickt. Du fällst jetzt auch. Du kannst fallen von den Werten her. Bist du ein wunderbarer Freund, der normalerweise fallen müsste. Du hast es drauf, du hast es in dir. Du hast den Tiger in dir, deswegen zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Ach komm, du bist doch ein junger, wunderbarer Feuerstachel-Skorpion. Ich liebe dich. Du musst einen schönen Stachel, da möchte ich gerne auf jeden Fall mal reinbeißen. Und mit ein bisschen rumkuscheln. Du hast wunderbare Zähne. Putze dich auch jeden Tag. Das sehe ich doch. Die sind schön weiß. Ach komm. Der Drache ist 108 nur. 108 nur Stärke. 2000 Stärke Gegner. 2000 Stärke Gegner. 2000, ja. 2000 Stärke Kollege Boy. Der ist auch drin. Aber er kennt mein Glück. Ich bekomme eine Glücksbrust. Mein Glück ist so glücklich, dass ich eine Glücksbrust bekomme. Dankeschön. Da bist du auch da. Dabei hilft dir auf 86%. Wir haben 50 Dungeon da geschafft. Ja, wir sind so gut. Der Schleim. Blob. Der ist Stufe 106. Das ist ein geschickt Gegner. Pff, ich bitte euch. Also, wenn der nicht fällt, der weiß ich auch nicht. Das Gold verskill ich ja nicht mal. Okay, verskillt's doch. 4, 8, 4. Oh, wow. Wir haben so viel Scheiße geskillt. Beziehungsweise so viel anderen Scheiß alle und. Das gibt's doch gar nicht, oder? Wir skillen mal ein bisschen Nebenattribute. So, wunderbar. So, das heißt, der Schleimblob sollte ohne Probleme fallen und wird er jetzt auch. Glaubt mir einfach. Glaubt an die Macht der Karten. An das Herz der Karten. Glaubt allgemein an die Macht. Die Macht ist immer gut zu glauben. Oh, Schleimblob. Blobbeldi. Oh, ich bekomme ein Epic. Ich habe ein Epic. Weltpremiere. Ich habe ein Epic auf diesem Server. Weltpremiere. Grüner Gremlin 118. 2200 Geschick. 2-2 Geschick, 118 Intelligenzgegner mit 2-2 auf 114, 112 Geschickgegner, Nester, 2000 Geschick. So, wenn er noch fällt, bin ich glücklich und dann werde ich auf jeden Fall zufrieden schlafen gehen und werde auf jeden Fall die Hand Richtung Hose begeben. Los, mein Freund, wie wäre es, wenn sie doch fallen? Wenn ich hier die Hardcore bin, könnte ich sogar noch den anderen Geschickgegner. Aber so Hardcore sind für dich, die bekommen ja keine Epics hier. Ich meine, mit Ansage bekomme ich eine Glücksbrust. Wer kann sowas schon behaupten? Ich glaube ich nicht. Och, komm, mein junger Freund. Sie wollen es doch auch. Wie wäre es, wenn sie jetzt fallen, dann sind sie der Beste und ich mag sie so gerne. Ach komm, du bist ein Freund, Feuerstachel Skorpion. Ich sage es jetzt noch einmal, ich mag dich wirklich gerne und ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht in der nächsten Zeit fallen würden. Dann würde ich sie auf jeden Fall nicht auf den Ofen schmeißen, beziehungsweise auf den Herd. Würde sie braten, ihren Schwanz abschneiden, ihn benutzen, um irgendwelche Menschen aufzuspießen und danach ihren Körper essen. Das würde ich nicht machen, wenn sie in den nächsten 5 Tries fallen. 1, 2... 3. 4. Leck mich. Oh Mann. Oh Mann. Herr Feuerstachel-Skorpion. Das finden wir auf jeden Fall. Not nice. Ja, das ist nicht gut. Herr Mr. Feuerstachel-Skorpion. Ey, der ist drin. Ist die verarscht oder was? Der passt der.
Der hat nur Ausdauer und ich nicht. Wie immer. Oh, Dankeschön, Herr Feuerstein-Skorpion. Und Dankeschön für dieses Epic, was hier vorhanden ist. Ach komm, leck ich doch mal. Oh, es gibt hier keine. Ich meine, ihr müsst mich heute so oft lecken. Das gibt's doch gar nicht. Es ist einfach nicht wahr. Ich bekomme einfach hier keine Epics. Es ist unfassbar. Es gibt keine. Keine Epics. Ein Epic jetzt mit 12 Milliarden. Egal. Ich hau jetzt noch die Stadtwache rein. Mach einen Arena-Kampf. Obwohl, ne. Oder? Nee. Hau Stadtwache rein für 10 weitere wunderbare. Obwohl, das ist ein bisschen zu lang. Ah, passt schon. Oder? Ich bin bestimmt noch bis, ja, 1,50 bin ich noch wach. Ich habe Nachtschicht, juhu, Nachtschicht, yay. Und, dann sind wir am Ende von diesem wunderbaren Part. Wer das Ganze gefallen hat, denkt daran zu bewerten, kommentieren, weiterzuleiten. Ich bin der Lars, ich bedanke mich und sage natürlich ciao, denn ihr seid alle ziemlich nice. Tschüss, bis zum nächsten Mal, haust rein.